Baby, ich bin da. Ich geb alles, was ich habe, ja. Horses! Da vorne ist Horses! Ah, Horses. Driver Camp, Alter. Müssen wir uns jetzt wieder rasch anmelden. Was ist das? Boah, schick lecker, Alter. Das ist Werksboden. Vorbildlich. Ja. Digga, Maul, Alter. Der wäre heute ein jetzt vor der Linse bekommen, denke ich mal. Auf jeden Fall ein paar wilde Stunts, Alter. Nack, nack. Nack, 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 nack. Ken, ken. Gang, gang. Nack, nack, Alter. Alles drauf. Wollen wir sie denn hier einfach hinstellen? Dann stehen wir in der ersten Reihe. Guten Merchester. Können wir nachher wenigstens gleich abhauen. Nach dem zweiten Training, nach der schnellen Runde, Digga. Jo, nach auf eins abgestellt, lass abhauen. Ja, ja, hier nehmen wir ja einen Platten, Digga. Also, kannst du nach vorne mitkommen? Warum? Dann kannst du da vorne entspannt am Anfang Vorstadt stehen. Dann bist du da zentral, kannst du schön was machen. Wenn da noch Platz ist? Da ist noch Platz, du haust heute Abend wieder ab, ne? Ich hau wieder ab, ja. Dann hast du da entspannt Luft in alle Richtungen zu agieren. Ja, ne? Okay. So machst du. VIP-Plätze, Digga. Ja, das ist wirklich eigentlich nur für Verein, ne? Oh Gott. Oh, Digga, was ist schön, der war tot, ihr Vater. Hier links. Top. So, servus, grüße und hallo, herzlich willkommen zum allerletzten MX-Vlog. Hey, moin, moin, wunderschöne Menschen, herzlich willkommen zu unserem Channel. Heute mal wieder Rennen nach 4 Wochen Pause oder so. Wir sind heute in Dreht, dann erstmal das letzte Rennen vor der Sommerpause. Ja, gucken wir mal, was heute abgeht. Ziel ist es heute im Pflichttraining die schnellste Runde zu fahren. Und dann denken wir im Rennen, wenn wir nach 10 Minuten wieder die Hände einschlafen und dann fahren wir raus. Ah, die Runde ist schnell. Mann, ist die schnell. Ja, ob sie immer auf 1 gestanden sind, ja? So wie immer. Wa? Ich mache jetzt mal Maschinenabnahme. Dann motzt du mich voll, dass ich alles falsch gestellt genau, habe. Genau, du rollst wieder aus, alles alleine. Ich räume wieder alles alleine auf, baue wieder alles auf und dann ist es wieder falsch. Genau, dann komme ich wieder her, mecker mit dir, weil alles falsch ist. Und hey, dann, nee! Ja. Aber bist ja nur hier der Erste mit bei. Eigentlich müsstest du ja nur langsam, jetzt müsstest du ja langsam wissen, wo wir den Kopf kriegen. Okay, du bin ich geil. Alter, tut mir leid, Digga. Geht euch alle mit dir. Gut, Abfahrt. Juhu, na denn, viel Spaß euch. Axel, Axel, als er gerade erstmal vorbeigefahren ist, dachte ich mal kurz, das ist ein Fiebertraum, aber es ist Tatsache echt. Geh mal zu Robert und zum Matas sagen, wa? Ja. Halbzeit, Digga. Ne? Wo stehst du denn jetzt? VIP vorne im Dreh. VIP, sagt. Hat dir keiner gesagt. Vorne, wo es Sekt und Kaviar gibt. Schön. Dann kommen wir nachher mal vorbei mit unserer Schüler. Ja, mach mal. Keine roten Stiefel mehr? Ne, die sind weg. Die roten Stiefel sind weg. Man style-technisch nicht ganz so das richtig. Aber heute mal mit OBG, Alter. Der wird richtig knallen mit dem Orange. Das ist ein bisschen dolle hoch, ja. Scheiße, ja. Aber auch hier, was? Ja. Naja, aber guck mal. Wie sehen andere Hosen nach 10, 12, 13 Jahren aus? Die schwarzen Sachen, die ich jetzt mal gefahren bin, die Vibe-Sachen, hatte ich ja machen lassen. Die waren aber jetzt von der Qualität her scheiße, hätte ich auch nicht verkauft. Die sind beide schon Schrott. Ah. Und ich bin dieses Jahr nicht viel gefahren damit. Also, das ist schon ganz schön heftig. Wenn du dafür dann überlegst, dass die 10 Jahre alt ist oder so, die Hose. Na, meine ich ja. Dafür geht's dann halt wieder, ne? Ja. Kuckuck. Neues Brillenglas, Digga. Ey, das ist so krass. Man gewöhnt sich ja mal in diese alten, abgeschrammelten Brillengläser, ja. Wenn du mal neue drin hast. So heftig. Richtig geil. Ich vertrau meiner Frau, egal wie gut sie bleibt.
Alter, sieht das anstrengend aus? Was, die Linse voll geschwitzt. Das ist ja krass. Das ist doller, Alter. Ich wusch die gleich nochmal ab. Das bin ich auch immer komplett. Ja, du hast, also Teddy, das war ein bisschen zu dicht. Also, ja. Das hätte richtig nach hinten losgehen können. Also weil der Anlieger war da weggebrochen. Ja, ja. Hätte sich die Motorrad aufgestellt, hätte ich dich umgefahren. Bei das war ganz schön gefährlich. Also man merkt irgendwie, dass ich 4 Wochen lang gefahren bin oder 3. Und die Strecke ist... Anstrengender als du dachtest, oder? Naja, weil wir haben die Strecke halt geschoben. Jetzt hast du halt quasi diese Schicht lockeren Sand. Ja. Und das dauert jetzt, bis ich da ein paar Spuren einfahren. Das fährt sich richtig komisch. Also ja. Das wird heute vielleicht noch ein bisschen kriminell so, ja. Boah, nee, ist mir zu warm. Scheiße. Ist doch echt zu warm, Alter. Ja. Schön dran, oder? Ja, weil es hier ist so ein helles Leder, wisst ihr? Ja. Das sieht ja jetzt scheiße aus. Sauer, Alter. Ach, Mann, Alter. Deswegen habe ich immer ja keinen Bock mehr auf den Dekor gehabt. Den auch wegen so. Digga, guck dir das doch an jetzt. Oh, Mann, ey, Digga. Ja, guck mal, ob wir den nachher abkriegen mit Bremsen. 5 Runden, Alter. Einfach mal. Ich hab vorhin, das ist immer das Problem an der Luftgabel, ne? Heute früh war es ein bisschen frischer. Ich hab 10-2 Ruf gemacht. Jetzt haben wir 10-4 drauf. Magico. Nee, wegen der Temperatur. Ja, weil schwarz auch unten ist. Wird das schneller dann? Wegen den Gabelfüßen unten? Genau. Nee. Aber weil die sich quasi aufwärmt, dadurch dehnt sich die Luft ja aus. Dadurch wird es tatsächlich härter, ja. Wollen wir mal gucken, was Dr. Hahn gesagt hat. Gibt es da eine Dr. Hahn-Liste? Das ist eine Dr. Hahn-Liste, verschiedene, ja. Wind und Wetter und so? Wie ich das Fahrwerk einzustellen habe, ja. Ja, hier ist ein Richtig. 11-4 sagt er. Na ja. Ach, deswegen warst du so langsam. Ja, nee, ich fahre ja immer eigentlich das Fahrwerk immer ein bisschen weicher lieber. Ich fahre es auch, weil ich halt ein Waschlappen bin, weil umso härter, umso fitter musst du auch sein. Ja. 11-4, Alter. Puh, machen wir 11 Ruf hier. So, aber hier 11. Ah ja. Den machen wir auch ein bisschen fester. Gut. Irgendwann später. Wir leben einfach den Traum, Digga. Weil sie auch so gerne bei Moto-Handschuhe haben wollt, ne? Bei moto.de. Drop Nummer 3 ist online. So, ab geht's.
da bis jetzt. War Robert und Dings sind auf jeden Runde gefahren, also keine Ahnung. Scheiße. So, ab Platzierung gucken wir uns gleich an. Das ist mir relativ bockwurst. Eine Runde zusammengerissen, aber war jetzt ohnehin gerade eine glorreiche Runde. Mir ist so kotzübel, Alter. Ich muss mal ein bisschen durchatmen. Nur Originale hier, Alter. Hallo. Halt. Moin, Digi. Alles klar? Ja. Auf jeden Fall, ja. War denn gar nicht mehr, ja? Das war ja. Graben auf Kurven, Digga. Ja, aber. Da wird doch eiskalt die Strecke kaputt. Ja, ich fahr mit, Alter. Das ist ein Anlieger, kaputt immer. Ich bin geil, dass wir keine kurze Hose mitgenommen haben. Da ist die schönen Schlipper sitzen kann, Alter. Weil mit den Latschenanzug find's geil, Alter. Mit den Sneakersocken hattet was. Ja, pflichttechnisch. Ich hab's über 23 Grad kaum schon gesagt. Ich bin echt hart am Überlegen, kann ich auch mal einpacken. Ich bin die Runde gefahren und musste mich so zusammenreißen, wegen den Helm zu kotzen, dass ich. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl heute. Robert hat sich auch schon wieder voll auf die Fresse gepackt. Packen sich alle. Alle. Ich weiß nicht, ob man den ersten Start mitmacht und dann einfach kickt, wie weit man fährt. Guckst halt, wie weit du kommst. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass heute irgendwas noch passiert. Das ist scheiße. Ich fahre mit dem Kopf schon. Von wegen, hoffentlich passiert dem Motorrad nichts, weil es wird ja vielleicht verkauft hier nach. Und dass mir nichts passiert wegen dieser Ausbildungsscheiße. Ne? Ein bisschen, dass man brainstormt, wenn man mit Hardware. Das brainstormt. Wir haben außerdem haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Also. Genau. Ach! Race time! Oh, hallo? Race time! Ja, Race time! Wir haben uns jetzt, ich habe mich dafür entschlossen, jetzt wenigstens am Start zu gehen. Mir ist immer noch, um jetzt mal persönlich von mir zu sprechen, immer noch ein bisschen schlecht. Aber drauf geschissen. Wir fahren jetzt, oder ich fahre jetzt im Lauf mit, um die neuen Klamotten ein bisschen einzufahren. Ja, ich werde mich diesmal nicht so verrückt machen wie in Luca. Das war, glaube ich, mein Fehler wegen irgendwelcher Ergebnisse und so ein Scheiß. Ich will halt einfach nur durchfahren und mich nicht verletzen. Das ist heute ein A und O, weil zukunftstechnisch, ja, es ist halt blöd. Ja. Wo du überlegst, brauchst du ein Handtuch für danach? Für drei Runden brauche ich ein Handtuch. Mach mal fünf, Digga. Let's fetz.
Aber Teddy, hast du dich verlaufen oder was? Ja, ich bin ewig nicht rausgekommen aus der Mitte da. Ja, ging nicht. Aber sah eigentlich... Also an sich, Fahne war jetzt besser als vorhin, ja. Aber ich krieg hier Luft, kommt mir richtig hoch, als wenn dir die Säure bis an den Hals steht. Ja. Deswegen, ich bin jetzt rausgefahren, ist mir scheißegal. Tut mir natürlich für euch leid. Das ist jetzt natürlich so, das ist natürlich blöd. Der Start war geil. Okay. Also war. Ich hätte hochschalten müssen. Wenn ich noch hochgeschalten hätte. Du warst auf der Hälfte der Startgerade, warst du noch so gut bei. Ich dachte so, oh, kommt er denn daher? Da kam Max rüber und dann wurde ganz schön enger. Gut durchgeschummelt. Ja, deswegen so. Naja, steckst du den drin, Digga.